Hallo YouTube-Welt, herzlich willkommen zum Let's Play von Invisible Inc. Ja, ich stecke mitten in der zweiten, in der vierten Mission und das ist der zweite Teil davon. Ich bin so fest drin, ich muss einfach gerade dort weitergehen, wo ich das letzte aufgehört habe. Und dann gehen wir in die nächste Runde, um zu schauen, was denn da jetzt passiert. Er läuft da bis vor die Türen. Oh, der ist jetzt verwacht, jetzt müssen wir uns beeilen. Türen auf. Da bin ich safe. Dann nehme ich den safe mit. Wo ist denn... Also komm, schauen wir mal. Ah, da hat es eine Kamera. Okay, die nehmen wir auch noch mit. Da hinten ist er jetzt. Okay. Was machst echt du? Warte schnell. Was machst du? Du könntest mal schauen, wo der eine geht. Er geht dort hinten. Gut, das kratzt mich nicht. Mit dir will ich eben eigentlich hier nicht zu weit führen. Ah, warte schnell. Alt wieder. Nein, da komme ich auch nicht durch. Aber da. Also wenn ich so, 1, 2, 3, 4, stehe ich da. Aber er steht ja da. Und wenn er vorkommt, sieht er mich. Blöd. Also, holen wir zuerst mal schnell die Energie, die kann man brauchen. Dann gehen wir mal hier rauf und schauen gleich mal rein. Weil er steht wirklich direkt vor der Tür. Habe ich jetzt den da schon? Ja, den habe ich. Habe ich, oder? Da ist ein Daemon. Da ist ein Daemon drauf. Jawohl, okay. Ist gut, ist alles gut. Ich komme mit dir noch eins vor. Weil du wirst ja wohl nicht hier überlaufen, sondern hier rauf. Und dann kann ich nachher mit dir hier hin und mit dir... Was mache ich eigentlich mit dir hier? Gar nichts. Vielleicht bräuchte ich dich hier gar nicht. Hä? Komm, geh wieder raus. Ich glaube, ich brauche dich eher hier unten. Gut, gehen wir in die nächste Runde. Jetzt wollte ich schnell schauen, was der hier macht. Der läuft zum Glück davon. Und die Kamera wird jetzt hoffentlich... Für drei Züge gestoppt? Nein! Jetzt kann ich drei Züge lang nicht inkognito einsetzen. Das ist aber schlecht. Dann tun wir halt einfach mal Geld klauen. Stehen hier hin. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Aber... Hier machen wir einen Hinterhalt. Dann kommst du mit dir, du kommst mir hier hin. Und schaust du mal da durch. Da hat es eben irgendjemand, verdammt. Also mach die Türen auf. Oh, da hat es eine Kamera. Ah, Inkognito ist ja gesperrt. Ich tapp. Okay. Da hinten hat es noch eine Sicherheitstür. Dann machen wir die Tür einfach wieder zu. Tun so, als wären wir nie da gewesen und gehen da noch eins rüber. Einfach so, weil ich das noch kann. Looking around. Ja, looking around. Okay, wie lange noch? Zwei Züge gesperrt. Dann schaue ich mal mit dir da. Aha, die Tür da. Da rein. Jetzt siehst du tatsächlich so weit. Wo läufst du eigentlich als nächstes? Ich muss da mal rein. Wow! Holy shit! Und die Inkognita ist geschmiert. Shitter. Das ist jetzt schade. Da hat es drei mega coole Saves. Das heisst, ich brauche dich dort hin, im Fall. Aber bedeutet, das Umerziehungslager ist da hinten. Also, wo hin laufst du? Moment, gib mir den Decker. Wo hin laufst du jetzt? Ja, du laufst dort durch. Das bedeutet, ich kann mit dir da rein, aber... Du hast noch eine Kamera.
Ist die, ja, die ist aktiv. Das heisst, ich muss mich nebenan anders verstecken. Also du kommst da rein, da kann ich ja einfach mal da rein. Und dann, das ist jetzt echt schade, dass ich jetzt da die Tresors nicht kann ausrauben, aber von dir kann ich noch 120 Credits nehmen. Und komm, wir nehmen jetzt die 3 Energie auch noch mit, obwohl ich sie eigentlich nicht bräuchte. Ja. Und dann gehen wir mal da rein. Ja, jetzt warten wir halt noch die 2 Züge ab. Du kommst, jawohl. Alle Firewalls sind um 1 stärker geworden. Natürlich. Inkognita ist immer noch gesperrt für eine Runde. Okay, also du kommst dort hin, dann kann ich ja mit dir hier hin. Und mal die Tür zumachen. Und nein, so weit kommst du nicht mehr, aber du. Frage ist. Ich will ja eigentlich hier rein. Nein, eigentlich würde ich gerne da bleiben, weil ich würde da gerne rein, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Moment, wie machen wir das? Ja, du kommst halt hier rein. Das ist okay. Dann kommst du mal. Hier machst nichts, sondern gehst gleich hier. Und dann tun wir den Zug wieder beenden. Jojo, jo, du kannst hier noch weit rumschauen, das ist mir egal. So, jetzt kann man wieder. Die muss ich jetzt erst ausgeschaltet haben, das geht aber 2 Runden. Oh Mensch. Den schalten wir auch mal noch aus und den schalten wir auch mal noch aus und den auch gerade, dass wir einfach mal alles ausgeschaltet haben. Jetzt hier komme ich bis hier hin, weiter komme ich nicht. Und mit dir kann ich aber jetzt mal die Türen zumachen und hier mal durchschauen. Da ist einfach immer noch der. Siehst du wirklich so weit? Nein, so alt. Du siehst wirklich so weit. Position ist vom Feind verborgen. Also, das heisst, eigentlich müsste ich doch eine Tür aufmachen. Ah, hat doch nicht geklappt. He? Aber ich habe dich jetzt dort weggelockt. Du gehst jetzt hier runter schauen. Und was mache ich? Ich verschwinde. Und zwar, wo eine. Zu diesen Tresor würde ich eben gern. Machen wir. Da, so. Wie lange geht das? 2 Runden. Und ich komme da sonst wirklich nicht anders durch. He? Okay, also. Dann warten wir halt die 2 Runden. Oh, woher kommst du? Ah, du bist ja der. Okay. Shit, shit, shit. Nicht gut, nicht gut. Es geht immer noch eine Runde. Sack, 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 sack. Der ist auch wieder aufgestanden. Den könnten wir aber eigentlich gerade wieder killen, weil wir haben. Da hat es wieder einen Daemon drauf. Soll ich das jetzt wirklich wagen? Ja, wagen wir. Ich gehe einfach gerade hier hin. Und weißt du was? K.O. Ja, so einfach geht das. Frage ist aber, was mache ich jetzt mit dir? Weil ich kann mich da jetzt nie verstecken. Wo läufst du? Dort durch, du siehst mich dann dort. Ah, du gehst aber dort hin. Okay, also muss ich da hin. Da siehst du mich.
Blöd. Ich muss tatsächlich da rein, das kostet mich extrem viele Punkte. Aber ich sehe keinen anderen Ausweg. Also machen wir das. Zug beenden. Looking around. Ja, du kannst noch lange umschauen. Es ist mir eigentlich gleich. Ist er jetzt eigentlich nie da oben schauen? Da haben wir wieder 1 Energie bekommen. Sehr gut. Jetzt bist du dort. Also ich muss da sowieso rein. Okay, jetzt schleifen wir dich mal mit. Dann lasse ich dich hier fallen, mache die Türen zu und klau da mal dein Geld. Weil Geld, das kann man immer brauchen, aber weißt du was, eigentlich hätte ich die gerade mitnehmen sollen. Blöde. Ich blöde. Hä? Aber wirklich ich blöde. Denn da ist gut, das wollen wir nicht. Okay. Dann kommst du. Getraue ich mir da einfach gerade direkt reinzulaufen. Wo durchlaufst du als nächstes? Weil wenn du hier durchlaufst, bin ich. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Du kommst dort durch. Dann habe ich hier noch ein AP, um hier reinzukommen, aber dann bist du wieder dort. Okay, jetzt wird's heavy. Jetzt wird's heavy. Wie kommen wir da weiter? In dem, dass ich da hinstehe. Und einfach da reingehe. Nein, ist nicht gut, ist nicht gut. Ist im Fall gar nicht gut. Oh, aber dort gesehen werde ich auch gesehen. Ah, wenn du denn da bist, komm ich dann vielleicht da rein. Weißt du was, ich komme mal da rein und halte mich in Bereitschaft. Weil, genau, der braucht es gerade momentan nicht. Der geht dort rein. Jetzt kommt der andere auch tatsächlich da runter, so wie ich das gesehen habe. 5 Energie verloren, dank dem Daemon. Ja, das ist jetzt mehr oder weniger Pech. Warte, zuerst gehen wir hier schnell auf Klauitur. Klauitur. Raus, Türen zu. Und wie weit kann ich jetzt da? Ja, säckeln wir mal bis hier runter. Also das da ist sicher mal gut. Ich würde aber gerne eigentlich gerade hier hindern. Ich traue mich aber jetzt hier nicht reinzugehen. Ah, aber er ist nicht da. Nein, er ist nicht da. Warte schnell, ich sehe nichts. Aber ich kann da mich nie gescheit verstecken. Darum machen wir die Tür einfach da mal wieder zu. Gehen da hinten, machen die Tür auch zu und schauen, was es denn da hinten noch hat. Vielleicht finde ich noch irgendeines das Umerziehungslager. Ja, jetzt kommt noch eine weitere Wache, natürlich gerade da. Okay. Gut. Wir schauen da mal schnell rein. Ey, was ist denn da los? Mach die Tür mal auf. Wo, um Himmels Willen, ist denn da die Kamera? Genau in dem Ecke. Tatsächlich. Dann muss ich jetzt da noch um die Ecke schauen. Nein. Ah, da ist sie ja. Ich müsste einfach einmal ein bisschen näher schauen. Okay, also, du kommst bis wo hin? Bis da hin. Der ist ja da noch außer Gefecht.
Wenn ich säckle, hörst du mich eben? Ich weiss, du kommst hier raus. Siehst du mich denn, wenn ich da bin? Das kommt ein bisschen davon, wo du durchläufst. He? Ich muss da hinten kommen. Es gibt nichts anderes, als dort hinten zu kommen. Wie komme ich dort hinten? Ist da die Türen offen? Oh, das ist aber gar nicht gut, dass da die Türen offen ist. Habe ich dort vergessen, die Türen zuzutun? He? Nicht gut, dann machen wir hier lieber die Tür mal zu, dass wenigstens die zu ist. Und was mache ich denn jetzt mit dir, Decker? Du gehst mir sicher hier durch. Oder hier durch. Mal hier hin. Und mit deinen 4 APs kann ich gerade momentan nichts anfangen, weil ich da nicht durchkomme. Ganz einfach. Gut, du bist weg. Okay. Da muss ich jetzt also wirklich schnell ganz gut schauen. So. Warte, gehen wir den. So, so. Position wird vom Feind bemerkt. Von welchem Feind denn? Sicher nicht von dir, oder? Okay. Da ich mit dir nichts machen kann. Ah, du siehst den nicht. Ich hoffe einfach, dass du nicht hier reinkommst. Eben. Zeig gleich, wo du läufst. Du gehst dort über. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann kann ich auch mit dir gleich wieder hier stehen. Und in die nächste Runde. Wir sind ja erst im Zug 17. Oh. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du dort kommst. Und ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die Folge hier schon vorbei ist. Es ist aber so. Und du darfst gerne der dritte Teil von der vierten Mission auch noch anschauen in der nächsten Folge. Denn ich danke dir auf jeden Fall jetzt schon, dass du hier dabei bist. Hoffe, du schaust wirklich auch weiter und du bist das nächste Mal wieder dabei. In dem Sinn, cheers!